Der Auftakt zur Römerkampagne beginnt relativ entspannt auf dieser Insel. Unser Missionsziel besteht aus zwei Teilen. Zum einen müssen wir diese beiden Burgen erobern oder zerstören, zum anderen muss die trojanische Flotte zerstört werden. Die Gebirge auf der Insel enthalten alle Rohstoffe, die ihr benötigen werdet, wobei Gold und Stein deutlich spärlicher vorhanden sind. Falls ihr Gebrauch vom Auffrischungszauber machen wollt, solltet ihr ihn auf eure Goldvorkommen anwenden. Probleme mit Kohle und Eisen werdet ihr nicht bekommen. Wenn ihr auf leicht spielt, ist das im Grunde genommen auch schon alles, was ihr wissen müsst. Auf normal gibt es aber noch etwas, worauf ihr achten müsst. Alle 30 bis 35 Minuten wird ein Schiff der Trojaner auftauchen und eine kleine Angriffstruppe absetzen. Diese ist zwar keine große Gefahr, da sie nur aus 13 Level 2 Soldaten besteht, von denen nur 5 eine Gefahr für Türme darstellen, aber ihr solltet zumindest eure Verteidigung an einem Ort eurer Wahl bündeln. Bis zu 3 solcher Angriffe können stattfinden, danach habt ihr nichts mehr zu befürchten. Da die Trojaner aber ebenfalls Soldaten produzieren, kann es durchaus schwierig werden, euer Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Level 3 Soldaten und hohe Kampfkraft sind definitiv Pflicht, ihr braucht aber letztendlich nur Schwertkämpfer. Bei mir reichten 12 Fähren voller Soldaten, aber es sah teilweise etwas knapp aus. Ansonsten könnt ihr auch versuchen, an einer weniger verteidigten Stelle zu landen und dort die feindliche Armee mit Lieben und Bogenschützen zu dezimieren. Unabhängig davon, wie ihr vorgeht, hoffe ich, dass euch dieser Ort hier gefällt, denn hier werdet ihr Mission 2 starten.